Kann ich das größer machen? Ach, guck mal hier. Guck mal hier. Die Dörre besiedelt ein Tal von Eurotas im 12. Jahrhundert. Gründete Sparta etwa im 10. Jahrhundert, vor unserer Zeit. Laut griechischer Mythologie war Sparta die Tochter von König Eurotas von Lakonien und die Frau von König Lakedaimon. Die Stadt wurde nach ihr benannt, aber auch als Lakedaimon bezeichnet. Aber Sparta war die Hauptstadt der Lakedaimonie. Was? Lel. Bildbeschreibung. Die Ehefrau von Sparta und das Taigetos-Gebirge von Menalodien ausgesehen. Cool. Hübsch, oder? Ist schon hübsch. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Sieht schon nice aus. Weg, 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 weg. Die Agoge war das militärische Trainings- und Erziehungsprogramm, dem sich Spartas männliche Kinder unterziehen mussten. Männer für den Krieg auszubilden, war eines der wichtigsten Ziele der Stadt. Das Training begann im Alter von 7 Jahren und endete mit Erreichen des 30. Lebensjahrs. Boah. Das heißt, dass spartanische Kinder schon kurz nach der Geburt auf ihre Tauglichkeit hin untersucht wurden. Waren sie zu kränklich, warf man sie in eine Schlucht. Diese Praxis konnte allerdings noch nicht nachgewiesen werden. Die gesunden Jungen galten als tauglich für die harte Ausbildung. Wenn sie das Eintrittsalter erreichten, verließen sie ihre Familien und traten in den Dienst des Staates ein. Zu ihrer Ausbildung gehörten das Lesen, Schreiben und auch Musizieren. In erster Linie wurden sie aber durch militärische Übungen geschult, die sie zu effizienten Soldaten machen sollten. Die Agoge teilte sich in 3 Zyklen. Für Jungen zwischen 7 und 12, für Jugendliche zwischen 12 und 20 und für Männer zwischen 20 und 30. Jeder Zyklus beinhaltete spezielle Übungen, die Körper und Geist formen sollten. Das ist krass. Einfach in die Schlucht geworfen, wenn es nichts taugt. Alter Schwede. Stell dir mal vor, die würden Kinder heutzutage testen, ob sie berechtigt sind, Kindergeld zu bekommen. Was meinst du, was die ein oder andere Mutti dann machen würde? Ja, der kriegt kein Kindergeld. Was? Weg mit dir! Boah, wie krank, ey. Krasser Scheiß. Ja, also nach dem Motto, du bist scheiße, Sparta-Kick. Bam, weg damit. Boah. Ja, aber es ist ja nicht bewiesen gewesen, ne? Das ist ja jetzt reine Erzählung gewesen. Das ist ja nicht bewiesen, oder? Hat ihn zumindest gerade gesagt. Die Organisation des spartanischen Erziehungssystems wird den mythischen spartanischen Gesetzesgeber Lykurgos zugeschrieben. Die Agoge war nicht nur zur Erziehung und Sozialisierung von Spartas Jungen gedacht, sie war auch eine politische Notwendigkeit, um zum spartanischen Bürger, einem Spartiaten, zu werden. Wer sich dem Programm verweigerte oder durchfiel, wurde aus der spartanischen Bürgerschaft verstoßen. Und die Bildbeschreibung ist gerichtet über einen neugeborenen Spartas, Gemälde von Jean-Pierre Saint-Ours. Oder Ours, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, sorry. 1752 bis 1809. Alter, wie krank. Stell dir mal vor, du bringst dein Kind, weißt du, zu lauter fetten Männern, die dann an deinem Kind rumfummeln und gucken. Ja, da kannst du geeignet sein für den Krieg. Und wenn die sagen nein, und dann schmeißt du dein Kind vor der Schlucht, oder was? Wow. Kannst du keinem erzählen, ne? Kannst du keinem erzählen. Heftig, ey. Sparta spielte eine wichtige Rolle beim Sieg gegen die Perser während der Perserkriege im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Besonders hohes Ansehen genoss der glorreiche Tod ihres Königs Leonidas in der Schlacht bei den Thermopylen. Im Kampf gestorben zu sein, galt für die Spartaner als guter Tod. Leonidas habe unglaublichen Mut bewiesen. All dies galt für alle Spartaner als erstrebenswert. Diese idealisierte Tapferkeit war tief im kollektiven Gedächtnis der Stadt verankert und die wichtigste Tugend, nach der man in der Agoge strebte. So, was haben wir hier? Eine moderne Statue. Moderne Statue des Leonidas in Sparta. Hat er nackt gekämpft? Hat er nackt gekämpft? Also ich
Weiß es ja nicht, kann ja sein, aber warum ist der nackt? Naja. Laut Pausanias befand sich Leonidas Grab in der Nähe des Kalkio-Heiligtums. Darin lagen Leonidas Gebeine, die man aus seiner ursprünglichen Ruhestätte bei den Thermopylen geborgen hat und zurück nach Sparta gebracht hatte. Um Leonidas heroischen Tod zu ehren, hielten die Spartaner jährliche Ansprachen ab und traten in besonderen Festspielen, zu denen nur Bürger Zugang hatten, gegeneinander an. Ist das so? Ja, ist das so? Was ist das? Okay, keine Ahnung. Ich gehe mal die Tour weiter, ne? Vorsicht! Der erste Zyklus der Agoge konzentrierte sich auf Jungen zwischen 7 und 12. Den Jungen wurde der Kopf rasiert und sie trugen leichte Kleidung. Sie liefen barfuß umher, schwammen das ganze Jahr über im Fluss Eurotas, schliefen im Schilf und nahmen an den Ritualen zu Ehren der Artemis Ortia teil. Die Jungen wurden in Herden, sogenannte Agelä, eingeteilt und von älteren Schülern beaufsichtigt. Sobald sie 12 wurden, erreichten sie den zweiten Zyklus der Agoge. Hier sollten sie lernen, sich als Bürgersoldaten in die Gesellschaft einzufügen. So, was haben wir hier? Eine Bleifigur einer Frau zu Ehren der Artemis Ortia. Die jungen Mädchen von Sparta wurden in ein Programm eingegliedert, das der Agoge ähnelte, aber weniger strikt war. Sie übten sich in Musik, Tanz, aber auch im Laufen und Ringen. Sie trugen kaum Schmuckstücke oder Parfüm und besaßen mehr Freiheiten als Frauen im Rest der griechischen Welt. Okay. Okay, okay, okay. Interessant, interessant. Aber kochen mussten sie trotzdem. Der zweite Zyklus war für Jungen zwischen 12 und 20 vorgesehen. Mit Erreichen des 20. Lebensjahres wurden die jungen Männer Hebontes genannt und konnten als Hopliten in der Armee dienen. Bis zum Alter von 30 lebten die Männer in Gemeinschaftsunterkünften, den Syskenia. Ab dem 22. Lebensjahr durften sie zwar eine Familie gründen, 30 galt allgemein aber als passenderes Heiratsalter. Die Spartiaten dienten bis zu ihrem 60. Lebensjahr in der Armee. Danach nannte man sie Älteste oder Geronten. Allerdings dienten viele dennoch weiter, wie etwa König Archidamos III., der bis zu seinem Tod in der Schlacht kämpfte. Er war zu diesem Zeitpunkt 62 Jahre alt. Aha. Ziemlich alter Bock, wa? Oh Gott. Bildbeschreibung ist Kampf zwischen Hopliten vom... Was sind denn das? Mein Gott, was sind denn das immer für... Da blickt doch keiner durch. Kampf zwischen Hopliten vom Nereiden-Monument. Gott. Die Agoge legte ihr Augenmerk auf das Erlernen vieler kurioser Techniken. Dazu gehört auch das Stehlen. Junge Spartaner wurden dazu ermutigt, Essen zu stehlen, um ihre Mahlzeit aufzuwerten. Wurden sie erwischt, drohten ihnen allerdings ernste Strafen. Eine weitere erzieherische Maßnahme war die Krypteia. Die Spartaner im Alter von 18 Jahren wurden allein und nur mit einem Messer und einfachen Werkzeugen fortgeschickt. Sie mussten angeblich Heloten jagen und ausmerzen. Plutarch glaubte, dass diese Praxis eine Reaktion auf den Helotenaufstand von 460 vor unserer Zeit war. Es könnte sie aber auch schon im 7. Jahrhundert vor unserer Zeit gegeben haben. Platon hingegen vermutete, dass die Krypteia der spartanischen Jugend beibringen sollte, heimliche Manöver durchzuführen sowie unter schwierigen Bedingungen zu überleben. Der Fortschritt der Agoge zeigt auch an der Kopf- und Gesichtsbehaarung. Der Fortschritt in der Agoge zeigt sich auch an der Kopf- und der Gesichtsbehaarung. Im Alter von 20 Jahren durften Spartaner ihr Haar lang wachsen lassen. Mit 30 wurde ihnen ein Bart gestattet. Ah ja. Ah ja. Was ist, wenn du keinen Bartwuchs hattest? Alle erwachsenen spartanischen Männer nahmen an den Gemeinschaftsmahlzeiten den Syssitien teil. Dafür trugen die Teilnehmer jeden Monat eine bestimmte Menge Lebensmittel bei, sowie eine kleine Geldsumme für die Bezahlung des Fleisches. Jedermann hatte das Anrecht auf eine Mahlzeit, mit Ausnahme der Könige, die 2 Portionen erhielten. Die Teilnahme an den Syssitien war für jeden Spartiaten, der das Glück hatte, Teil einer Gruppe zu sein, verpflichtend. Die Mahlzeiten waren von politischer Bedeutung. Laut Xenophon und Plutarch dienten die Syssitien auch dazu, ein Gefühl der Gleichheit unter den Bürgern zu schaffen. Außerdem demonstrierten sie die Selbstbeherrschung und Mäßigung der spartanischen Gesellschaft.
Aber in Wahrheit vergrößerten die Sissitchen die bestehende Kluft zwischen den Armen und den Reichen. Denn wer sich den Beitrag nicht leisten konnte, war nicht nur vom Essen ausgeschlossen, er verlor auch seinen Status als Vollbürger. Oh. Okay. Das ist krass. So, hier haben wir ein lakonische Lakaina. Ein Trinkgefäß. So sah das früher aus. Obwohl es auch in anderen griechischen Städten gemeinschaftliche Mahlzeiten gab, waren die Sissitien. Gott im Himmel. Sissitien. Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Einzigartig, und die waren nicht nur ein Kernelement der spartanischen Bürgerschaft, sondern auch der lakedaimonischen Ideologie. Sissitien fanden dreimal am Tag statt. Die Spartaner begingen den Morgen mit einem Frühstück, das aus Brot und Wein bestand. Krass, gleich morgen schon saufen, oder was? Okay. Später aßen sie zu Mittag und schließlich zu Abend. Auf dem Speiseplan für Gemeinschaftsessen standen Mehl, Wein... Mehl? Mehl? Okay. Auf dem Speiseplan standen Mehl, Wein, Käse und Feigen. Das beliebteste Nahrungsmittel war jedoch die Melassomos, schwarze Brühe, eine Suppe, die aus Fleisch und Blut von Schweinen bestand. Ekelhaft. Hi. Dein Rundgang ist beendet. Wie du gesehen hast, war die Agoge nichts für die Schwachen und Zartbeseiteten. Doch sie tat, was sie sollte. Sie brachte fähige Krieger und kluge Bürger hervor. Was möchtest du noch sehen? Blutsuppe, lecker. Es gibt Leute, die schreiben da wirklich lecker rein. Oder ist das wahrscheinlich nicht... Wahrscheinlich ist das nicht ernst gemeint, hoffe ich mal. Ist ja wirklich widerlich. So, Prüfung! Also, du wärst bereit für einen Test. Sehen wir, wie du dich schlägst. Zunächst. Das Kappa vergessen. Ah, okay. Okay. Aus wie vielen Zyklen bestand die Agoge? Drei? Drei, ne? Naja, ich meine auch drei. Richtig. Die Agoge bestand aus drei Zyklen. Für die Jungen zwischen 7 und 12, für die Jugendlichen zwischen 12 und 20 und für die Männer zwischen 20 und 30. Nächste Frage. Wie viele Portionen erhielten die Könige bei den Sissitien? Keine Ahnung, wahrscheinlich das Doppelte von dem, was ein Normaler hatte, ne? Richtig. Spartas Könige erhielten die doppelte Portion. Eine letzte Frage. Ab wann durften sich Spartiaten einen Bart stehen lassen? Mit 30, das weiß ich auch noch. Nice. Ja, sobald ein Spartiat über 30 war, durfte er als prachtvolles Zeichen seiner Männlichkeit einen Bart tragen. Beeindruckend. Du kannst stolz auf dich sein. Ja, cool. Freue ich mich. Gut auf dich acht. Das ist je. Ich tue mein Bestes, ne? Ja, mal, ich tue mein Bestes. So, spartianische Erziehung abgeschlossen. Ich würde sagen, wollen wir noch... Warte mal, was ist denn hier bei berühmte Städte? Akropolis? Was ist das hier? 20 Minuten? Was haben wir denn hier noch? Was Kurzes vielleicht? Tobias, dein Penis. Okay, komm, lass das Orakel von Delphi machen, oder was? Komm, lass das Orakel von Delphi nochmal. Was für ein Penis? Hey. Der Penis von Leonidas Statue. Ja, den könnte man nehmen. Dann, da stimme ich dir absolut zu. Schwimmbadpommes, habe ich gerade richtig gelesen? Du hast nicht zugehört? Das war deine Antwort auf diese eine Frage, die da gerade kam? Du hast nicht zugehört? Sag mal. Pommes. Was machen wir denn mit dir?
Klippe ruft. So, das Orakel von Delphi. Entdecke die legendäre Orakelstätte von Delphi und erfahre mehr über ihre Bedeutung. Let's go. Chere. Herodotos. In dieser heiligen Stätte. Dies ist Delphi, zu Hause des wohlbekannten Orakels. Die Griechen sahen es als den Nabel der Welt an. Pilger und Könige reisten aus der gesamten griechischen Welt und darüber hinaus hierher, um den Rat Apollons über sein Sprachrohr, die Pythia, zu erhalten. Während deines Besuchs wirst du das Heiligtum durch die Augen eines Pilgers erleben und entdecken, wie wichtig Orakel und Prophezeiungen für die Menschen der griechischen Welt waren. Geh nun und beginne deine Pilgerfahrt. Ich werde dich am Ende deines Besuchs erwarten. Sehr gut. Ich danke dir vielmals. So, let's go. Das Orakel von Delphi. Auf der Reise zum Tempel des Apollon wanderten Pilger über diesen heiligen Pfad in Parnas hinauf. Die Sommersonne brannte auf ihren Rücken. Auf dem Weg betrachteten sie die wunderbaren Monumente, Schatzkammern und Statuen, die diesen schmückten. Cool. Sie alle waren Zeichen der Verehrung, die die Menschen für die Güte des Orakels empfanden. Sie waren Apollon geweiht und die meisten wurden von Städten gestiftet, um militärischen Siegen zu gedenken. Die Monumente repräsentierten nicht nur die Frömmigkeit ihrer Spender, sondern auch deren Macht und Wohlstand. Die Heiligkeit Delphis hat bis zum heutigen Tage überdauert und Besucher nehmen noch immer genau diesen Weg. Wenn ich dich abschreiben lasse, dazu gehört es trotzdem selbst. Ja, Pommes, hör dir das mal an. So, der heilige Weg. Wenige haben so viele Informationen über Delphi zusammengetragen wie die französische Schule in Athen. Ein Institut, das bereits 1860 den Standort untersucht. Das bereits seit 1860 den Standort untersucht. Ihre archäologischen Arbeit verdanken wir... Jetzt könnt ihr wieder lachen. Archäologe. Verdanken wir ein tiefgründiges Wissen über Delphi und seine Entwicklung über die Jahre. Eine ihrer größten Herausforderungen war schon zu Beginn, dass sich die bekannten Städte unter einer meterhohen Sedimentschicht befand. Diese lag wiederum unter dem Dorf Castri, welches schließlich samt seiner 1000 Einwohner umgesiedelt wurde. Mit Hilfe einer Zugstrecke wurde der Abtransport der Materialien organisiert. So gelang es den Forschern, die heilige Stätte wieder zu entdecken. Der heilige Weg. Sehr schön. Sehr schön. Was ist das hier eigentlich? Das hatten wir eben schon mal gehabt. Ah, Monument der Epigonen. Ah, die kenne ich. 80 Euro ist das die Lumpe gut bezahlt, ne? Oh, da ist noch einer. Warte mal. Nehmen wir mit. Schatzhaus von Sikion. Ah ja. Aber, warte mal, habe ich so ein Ding übersehen? Nee. Archäologen, die untersuchen alte Löcher. Löcher. Eine der eindrucksvollsten Widmungen an Apollon kam von den Knidiern, einer griechischen Bevölkerungsgruppe, die die Insel Lipara nördlich von Sizilien besiedelte. Die Geschichte hinter dieser Widmung ist bemerkenswert. Die Knidier befanden sich im Tyrrhenischen Meer im Krieg mit den Etruskern. Die Knidier befragten in der Hoffnung auf ein gutes Omen das Orakel und folgten dessen Rat. In der Folge nahmen sie 20 feindliche Schiffe ein. Um Apollon zu danken, boten sie dem Gott dieselbe Anzahl an Statuen an, wie sie Schiffe erbeutet hatten. Wie sie da einfach stehen in Reihe und Glied, ey. Yay. Kann ich da eigentlich... Oh. Ja, wo ist er denn? Heute sind nur wenige Fragmente des Monuments erhalten. Die beste Aufzeichnung, die wir haben, stammt daher von dem antiken Autor Pausanias. Wenn wir ihm glauben, wollten die Knidier auch dem Triumph des Griechischen über das Barbarentum ein Denkmal setzen. Bildbeschreibung ist Bronzestatue des Apollon gefunden im Meer nahe Piombino. Okay, wow, das ist einfach im Wasser gefunden worden, wie krass.
Heftig. Heftig. Nein! Nein, 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 nein. Ah, schön. Was das? Startet der Amphi... Ja, cool. Nice one. Deshalb so klein, das Wasser war so kalt. Ja, 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 möglich. Neben der Sphinx der Naxia stand ein einfaches Konstrukt, in dem die Opfergaben der Athener ausgestellt waren. Dies war vor allem Kriegsbeute. Diese Opfergaben, die man als Votivgaben bezeichnet, waren Bugteile versenkter persischer Schiffe. Die Athener bauten diese Halle nach ihrem Seesieg über die Perser 478 vor unserer Zeitrechnung. Cool. Akanthos, dankeschön. Vielen, vielen Dank für deine 3 Monate. Ich danke dir vielmals. Schankedön, Schankedön, hör mal. Was haben wir hier? Halle der Athener. Mit der Halle der Athener feierte man den Sieg über die Perser zum Ende der Perserkriege. Dieser Portikus stand für die wachsende Macht Athens. Dass Athen die Kontrolle über den Rest der griechischen Welt vereinnahmte, gefiel aber nicht allen. Zu den Unzufriedenen gehörte Sparta. Die Rivalität zwischen beiden Städten mündete schließlich im Peloponnesischen Krieg. Peloponnesischen Krieg. Das dürfte die Zeit dann auch sein, wo Assassin's Creed auch spielt, ne? Wo Odyssey spielt, glaube ich, ne? Weil wir sind ja mittendrin im Krieg zwischen Athen und Sparta tatsächlich. Bug eines persischen Schiffs von einer persischen Tetradrachma auf der Rückseite der Großkönig Xerxes. Krass. Mega krass. Alter, diese Münze da einfach, ne? Voll heftig. Einmal sowas in der Hand haben, ne? Also kannst du wahrscheinlich nicht, ne? Weil... Geht, denke ich mal, nicht einfach so, ne? Aber... Boah. Einmal so ein Ding in der Hand haben. Kappa. Keine Ahnung, gucke das LP nicht. Jetzt tut er wieder so klug. Ach, komm. Also... Kamerafahrt ist jetzt aber auch ein bisschen, ja. Harnröhre sieht gesund aus, bis hierhin. Harnröhre sieht gesund aus. So, Vorsicht bitte. Ich muss ja mal durch. So. Wenn sie am Tempel ankamen, mussten Pilger, die das Orakel befragen wollten, zuerst eine Gebühr entrichten. Natürlich. Diese Gebühr gab ihnen erst einmal das Recht, sich dem Altar des Apollon zu nähern und dem Gott ein Tieropfer darzubringen. Bevor sie zur Pythia vorangehen konnten, musste das erste Ritual erfolgreich sein. Wenn das Tier gefällig reagierte und so wirkte, als würde es den Gott akzeptieren, wurde es geopfert und der Pilger durfte den Tempel betreten und die Pythia befragen. Ja. Ja. Ich hab ja letztes Mal schon gesagt, was ich von Tieropferung und so halte, ne? Also, ja. Also, Bildbeschreibung. Eine Göttin steht neben einem Altar, um eine Opfergabe aus der Fiale zu gießen. Szene von einer Terrakotta-Kylix. Was für Ding? Naja. Der Altar des Apollon war ein großer Marmortisch. Vor einer Opferung wurde ihm... ein Feuer entzündet. Das Opfertier, für gewöhnlich ein Ochse, wurde mit einem Hammer betäubt. Der Priester erhielt die Haut des Tieres, wohingegen die Knochen und das Fett dem Gott geopfert wurden. Das Fleisch wurde an jede verteilt, die das Tier gebracht hatten. Es wurde gegrillt und schließlich gegessen. Ja. Toll. Vor allem mit einem Hammer betäubt. Wow. Wow. Geil. Hä, war das bayerisch? Ich hab alle nicht mal an. Nun kommen wir zum Tempel des Apollon, in dem das Orakel ihre Prophezeiungen übermittelte. Der Tempel war die letzte Station derjenigen, die eine Audienz mit der Pythia wünschten, und sein Erscheinungsbild entsprach der Erhabenheit seines Zweckes. Auf seinen imposanten Säulen zeigten die Giebel dieses Gebäudes berühmte Szenen aus der Mythologie, die von dem bekannten griechischen Künstler Antenor geschaffen worden waren. Doch so großartig der Tempel auch von außen aussah, so verblasste dies im Vergleich zu dem, was in seinem Inneren geschah. Wie kann ich zum Ende des Streams vorspulen? Hä?
Movie Duck, bist du öfter auf Twitch oder was ist da los? Das geht nicht. Das ist doch noch live hier. Ich bin doch noch da, Junge. Was ist mit dir? Oder Mädel? Ich bin doch noch hier. Die Beziehungen wurden im abgeschlossensten Teil des Tempels, dem Adyton, von einer keuschen Frau verkündet, die als Pythia bekannt war. Bevor sie etwas prophezeite, reinigte sie sich zuerst mit Wasser und verbrannte dann Lorbeerblätter und Gerstenmehl, um das Ritual zu beginnen. Schließlich verkündete die Pythia auf einem Dreifuß sitzend und umgeben von Opfergaben Apollons Botschaften. Ihre Worte waren oft seltsam und unverständlich, sodass die weitere Auslegung durch die Priester des Tempels nötig war. Trotz umfassender Erforschung sind die genauen Gründe für das Verhalten des Orakels während der Prophezeiungen bis heute umstritten. Okay, also lass uns kurz zusammenfassen. Man geht auf so eine Feier oder man geht zu so einem Altar hin, bringt dem Altar einen ganzen Ochsen. Dieser Ochse, wenn er denn bereit ist, wird geopfert mit einem Schlag auf den Kopf, damit er betäubt ist, wird dann ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Dann wird dieses ganze Gelumpe, wird dann der Pythia gebracht. Also ob die Reihenfolge jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber das wird dieser Pythia gebracht. Die wiederum quatscht aber nicht richtig griechisch. Das heißt, die übersetzt nicht mal richtig, was der komische Gott da gequasselt hat. Sondern das heißt, im Grunde genommen... Das heißt im Grunde genommen, du bringst ihr was, die erzählt dir irgendwas, aber du musst es am Ende dann trotzdem noch selbst interpretieren. Weil du sie nicht verstanden hast. Vanity, Dankeschön für 4 Monate Prime. Vielen, vielen Dank. Okay. Cool. Das ist ja... Das war praktisch die WhatsApp-Gruppe der Antike. Lol. Klingt wie beim Telekom-Kundenservice. Okay, wir haben hier die Bildbeschreibung. König Ageos konsultiert die Pythia-Szene auf einer rotfigurigen Kylix. Aha. Die hat wahrscheinlich ihr Chrysos da in dem Ding drin. Und speist erste Molle rund mit einem schönen Äpfel in der Hand. Das sehe ich da ganz klar auf dem Bild. So. Die Vorhersage der Pythia waren für einfachen Sterblichen oft nicht zu verstehen. Sie mussten daher von den Priestern interpretiert werden. Steht auch da nochmal. Herodotos erzählt uns vom reichen König Krösus, griechisch Krösus, der einst eine Weissagung des Orakels missverstand. Nachdem er zum Ausgang des Krieges befragt hatte, verkündete er, das Orakel hätte vom Fall eines Königreiches gesprochen. Leider handelte es sich hierbei um sein eigenes Königreich, das den Persern in die Hände fiel. Tja. Life is life. La 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 la. So. Die Mythen besagen, dass Apollon auf der Suche nach einem Orakel, das seine Worte den Sterblichen offenbaren würde, ein Heiligtum auf dem Parnas errichtete. Apollon eroberte diese Stätte, indem er ihren finsteren Wächter, den schlangenhaften Pytho, erlegte. Okay. Alter Vater. So, Chat, ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ihr habt wenigstens aufgepasst. Ich habe weniger aufgepasst. Heiligtum war und wie es das Leben der Menschen sowohl in der griechischen Welt als auch jenseits ihrer Grenzen beeinflusste. Ehrlich gesagt, könnte ich den ganzen Tag von Delphi sprechen. Aber was würdest du jetzt gern tun? Richtig schön Burger essen. Oh ja, mit Pommes. Na gut. Du möchtest dein Wissen auf die Probe stellen. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Was benutzte das Orakel, um sich vor den Weissagungen zu reinigen? Was benutzte das Orakel oder Tierblut? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Dusch das. Wasser? Okay. Chat, das ist euer Punkt dann. Richtig. Das Orakel benutzte Wasser zur Reinigung. Eine weitere Frage. Ja. Welcher Gott, so glaubte man, sprach durch das Orakel von Delphi?
Hermes. DHL. Ich habe keine Ahnung. Ich meine aber, es müsste Apollon sein. Das war jetzt der Einzige, der mir jetzt hier im Begriff wäre. Ja, ja, okay. Ja, das Orakel sprach angeblich die Worte des Apollon, die von Priestern ausgelegt wurden. Ich habe noch eine letzte Frage. Auf welchem Berg befindet sich Delphi? Parnas, oder? Parnas. Hey, bisher habe ich ja doch aufgepasst, nicht? Delphi befand sich am Hang des Parnas. Gut gemacht. Dein Wissen reicht an das der weisesten Philosophen heran. Nice. Seht ihr mal, Chat, wir sind die weisesten Philosophen. Philosophas. Es war mir ein Vergnügen, Delphi mit dir zu teilen. Sehr schön. Fotomodus. Fühlst du dich inspiriert von der Architektur und der Szenerie des antiken Griechenlands? Ah, wir können auch Fotos machen. Ich mach mal ein Foto von Herodotos. Komm. Familienfoto. Ah. Herodotos. Yay. Erstmal Selfie geschossen. So. Hat schon mal eine Planeko-Decke, wa? Was macht er denn da? Können wir eigentlich... Oh ja, bitte. Warte. Ich kann mich da nicht dranhängen, ne? Das ist doof. Ne, ich komm da nicht dran, leider. Schade. Schade, ich dachte, die könnten mich da dranhängen. Naja, dann halt nicht. Okay, blöd. Zu klein, ja gut, das kann sein. Das weiß ich nicht. Naja, es war mir auf jeden Fall wie immer eine Ehre, ja. Wir haben wieder ein bisschen was über Griechenland gelernt und über die griechische Mythologie. Und naja, ich würde sagen, dann auf YouTube bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock habt, seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ne? Würde ich mich ganz einfach freuen. Auf Twitch verabschiede ich mich sowieso noch in aller Ausführlichkeit. Ne? Macht's gut, bis dann.